Freunde, willkommen wieder zurück zu Hardcore Heroes. Letzte Folge hat der gute Flo einen Punkt bekommen. Flo hat einen Punkt, Lars hat einen Punkt und heute hole ich mir wahrscheinlich den Punkt, hoffe ich mal. Okay, Flo, dann teleportieren wir uns gleich und los geht's. Alles klar. So, Tag 4, wir wurden wieder wegteleportiert, direkt neben dem Dungeon. Schönes Ding. Diesmal möchte ich gerne gewinnen. Letzter Kampf war saukomisch. Ich verstehe nicht, warum. Wir haben zwar jetzt gerade hier unten keine Fackeln und sowas am Start, weil hier ist wahrscheinlich wieder alles eingesperrt, ne? Ist jetzt ein bisschen komisch, aber wir nehmen uns auf jeden Fall hier ein paar Dings da. Wo lagen die denn gerade eben? Da sind Spinnen. Okay, aber da ist zum Glück Licht oder sowas in der Art. Ich werde euch jetzt ein bisschen langweilen, indem ich hier mit der Hand jetzt dieser Gitter hier abbaue. Ist schon in Ordnung. Auf jeden Fall, warte mal. Fortune smiles up and counts off you, everyone receives good luck. Okay, es sieht jetzt auf jeden Fall so aus, in der letzten Folge beim Kampf, das war irgendwie ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Irgendwie hatte ich ja meine Lucky Potion, ne? Ich hatte einen Goldapfel gegessen und ich hatte ein recht gutes Schwert und sogar recht gute Rüstung, aber Flo ist trotzdem nicht gestorben. Ich weiß nicht warum, er hat mir gesagt, er hat den Damage-Trank, ja. Ich hatte eigentlich echt gute Karten und ich war mir eigentlich sicher, dass ich ihn tot bekomme, aber irgendwie bin ich halt einfach gestorben, ja. Flo hatte allerdings aber auch ein Schwert, was 15 Schaden gemacht hat. Und er hatte aber nur eine Hose an, ja. Ich denke, wahrscheinlich hätten wir uns ein bisschen angestrengt und hätten wir direkt drauf geknüppelt, also voll Full Damage drauf gemacht, hätten wir das wahrscheinlich gewonnen. So, auf jeden Fall brauchen wir jetzt ein kleines Wunder, um hier irgendwie ein bisschen was abzusahen, ne? Das heißt, wir müssen erstmal nur kurz ein bisschen gucken. Warte mal, da ist ein kleiner Pumpkin, der wahrscheinlich da ist. Jetzt sind hier ein paar Zombies am Start. Warte mal, das heißt, wir gehen mal kurz in den Raum hier rein. Mist, das ist hier so ein komischer Sortierraum oder sowas in der Art. Okay, war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Schlauste vom Schlausten, jetzt sofort in den Dungeon reinzugehen. Vielleicht liegt da noch irgendwas drin. Okay, eine Wooden Hoe. Macht auf jeden Fall mehr Schaden als keine Wooden Hoe. So, das heißt, wir lassen jetzt mal kurz die Zombies hier rein. So, easy peasy, da ist ein Zombie. Wir rennen kurz an dem vorbei. Dankeschön, Zombie. Ja, genau, gib mir ein paar Schüsse mit. So, wir haben hier einen Kuchen. Dann haben wir hier nochmal... Oh, yo, Alter, richtig gut was zu essen gefunden, ne? Sehr, sehr schönes Ding. Okay, da haben wir hier diese Skelette und sowas. Die kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht tot, ne? Weil es sind nämlich Skelette mit Rüstung. Mit denen sollte man sich lieber nicht anlegen. Falls ihr also denkt, falls ihr euch mal mit einem Skelett anlegen wollt, was irgendwie eine Rüstung trägt, schlechte Idee. So, ich überlege jetzt mal kurz, die Skelette einfach so herzulocken und dann hier nach kurz mal darunter wieder zu rennen. Ich weiß, es ist vielleicht auch dumm, hier runter zu rennen, weil hier wahrscheinlich... Oh, ist alles zu. Oh mein Gott, es ist alles zu. Oh nein. Okay, warte mal, vielleicht kommen die Skelette ja nicht runter, dann haben wir ein bisschen Glück. So, hier könnte man... Oh doch, sie kommen runter. Okay, gut, gut, gut. Ist egal, dann brauchen die auf jeden Fall ein bisschen länger, um wieder hochzukommen. So, Skelett, tut mir leid, ich gehe jetzt wieder hier nach oben und holen wir von oben wahrscheinlich jetzt ein bisschen Holz und bauen mir eine Pickaxe, damit es jetzt normal sein wird. So, kurz mal hier ein bisschen Holz abgebaut, ne? Ich glaube, eins Skelett können wir auf jeden Fall töten. Oh, das, aber es sind da. Oh, guck mal, jetzt schießen die sich gegenseitig ab. Guck, Problem gelöst. Ja. Sowas nennt sich Architektur und sowas in der Art. Ne? Jetzt schießen die sich hier ein bisschen selber ab und ich kann so lange farmen. Okay. Also, so seht ihr, so spielt man halt eben Minecraft Survival Games Profi. Okay, Leute, das ist echt mega lustig. So lösen sich echt Probleme von selbst. Wenn wir vielleicht sogar Glück haben, droppen die mir einfach gleich ein Kleidungsstück oder sowas in der Art. Ne? Und wir können dann hier gleich nochmal ein bisschen losminen, weil ich möchte auf jeden Fall. Alter, was ist denn hier los? Bitte nicht töten, ne? Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Oh, warte. Ganz ruhig bleiben. So, schönes Ding. Vielleicht kann ich mich sogar zumachen. Warte, ich mache mich hier zu. Ich habe da gerade keine Lust drauf. So, und dann machen wir uns hier nochmal ein bisschen Dings hin. So, easy peasy. Und dann einfach hier zumachen. So, machen uns jetzt nochmal kurz eine Workbench hier hin. Ich weiß, jetzt ist es ein bisschen komischer Start, den wir hier haben. Ich weiß schon. Allerdings ist es, glaube ich, ein recht guter Start. Ich weiß, wir haben hier wahrscheinlich unten nicht so viele Lucky Blocks wie oben zum Beispiel. Und wahrscheinlich werden wir es auch nicht so gut schaffen, jetzt, uns irgendwie ein bisschen fortzubewegen. Allerdings können wir hier unten ein bisschen was an Loot bekommen. Ich weiß, jetzt ist gerade ein bisschen dunkel vom Dings-Erscheinen her. Aber das wird gleich eben ein bisschen besser. Warte mal, wir bauen uns einfach nochmal kurz hier ein Schwert zusammen. Oder beziehungsweise eine Pickaxe erstmal für den Anfang. Und dann später jetzt nochmal kurz erschwert. Habe ich eigentlich noch nie in Hardcore Heroes gemacht, sowas. Allerdings wird das wahrscheinlich heute klappen. Was ich nochmal ansprechen wollte, viele Leute haben das jetzt nochmal ganz kritisch angesehen, bezüglich dem Regelsystem in Hardcore Heroes. Ja, das Neue, was jetzt rausgekommen ist mit diesem Kämpfen und so. Ich persönlich, ja, ich finde es sogar besser. Ich finde, das macht mehr Spaß, jetzt so zu spielen, weißt du? So, jetzt kurz das Skelett töten. Vielleicht kriegen wir eine Rüstung oder sowas. Wohin gehst du denn, Skelett? Warum bist du denn so komisch drauf? So, easy peasy, schön Monster Hunter gemacht und eine kleine eine Lever-Tunik bekommen. So, wir können wahrscheinlich so, wie wir jetzt gerade ausgerüstet sind, können wir wahrscheinlich nicht gewinnen. So, allerdings können wir uns hier reingraben. Wir bekommen, glaube ich, gleich einen Schuss gleich von links ab oder sowas. Ja, da bekommen wir schon einen Schuss. Warte mal, ich glaube, bevor ich mich hier irgendwie falsch anlege oder sowas, töten wir einfach das Skelett schnell. Geht ganz schnell mit einem Steinschwert. Easy, easy. Und letzter Schlag wahrscheinlich. Zack, da haben wir es. So, wir haben sogar Schuhe bekommen. Alles klar, die Zombies da hinten können mal... Oh, Alter, Junge, was... Oh, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Oh mein Gott, warte. Oh, lol. Was ist das für ein
ein Schrott. Okay, gut, ich geb's auf. Wisst ihr was? Wir gehen hier raus. Wir gehen hier einfach raus. Brauchen wir nicht. Okay, wir haben genug Essen bekommen. Ist alles in Ordnung. Reicht, ja. Das ist dumm, hier in den Dungeon reinzugehen. Schaffen wir nicht. Zu schlechte Ausrüstung, zu wenig Items. Es ist zu langsam, ja. Wir haben jetzt gerade ein bisschen... Oh, lol, nur noch 5 Minuten bis zum nächsten Drop und ich habe mich immer noch nicht ausgerüstet. Okay, ich geb's zu. Das war gerade eben irgendwie ein bisschen blöd. Allerdings sehe ich auch die Stadt nirgendwo, ne. Wir sind ein bisschen weiter außerhalb gespawnt, so wie es aussieht, ne. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hinbekommen. Ah, da hinten ist schon die Brücke. Ich glaube, theoretischerweise dürfte hier auch irgendwo ein Motorboot sein. Oh Gott, das ist ein Jaguar. Oh Gott, bitte lass mich in Ruhe, kleiner Jaguar. So, da hinten haben wir, einen Lucky Block. Okay, der sieht sogar ganz gut und einsam aus, dieser Lucky Block. Ich glaube, wir bewegen da jetzt einfach mal kurz unser Boot dahin. Easy peasy. Und mit dem Boot können wir da... Mann, warum ist dieses Boot denn bitte schön auf dem Land schneller als auf dem Wasser? Was soll denn das? Ist es nicht ein Hovercraft-Boot, was extra dafür gebaut wurde, um auf dem Wasser schneller zu sein? Oh Mann, ist das jämmerlich. Okay, da können wir ja gleich ausscheiden und einfach mal aussteigen. Ja, nicht ausscheiden, ne? Weil aus der heutigen Folge werden wir auf jeden Fall nicht ausscheiden, sondern wir werden es schaffen, ja? Easy peasy lemon squeezy, wir kriegen das hin. Ja, ich bin jetzt echt zuversichtlich. Ich hoffe einfach nur, dass wir irgendwie ein paar gute Drops rausbekommen aus so einem Lucky Block, ne? So wie es aussieht, war da noch nie jemand drin. Die Tür ist nämlich immer noch ein bisschen verbuggt, ne? Ich werde auf jeden Fall wieder in die Mitte gehen. Ich hoffe einfach nicht, dass die mich töten dort in der Mitte. So, easy, ein paar Fische bekommen. Sehr schlechter Drop, um ehrlich zu sein. Eigentlich brauche ich gar keine Fische. Allerdings ist es besser, ein bisschen was zu essen zu haben, statt gar nichts zu haben, ne? Deswegen gucken wir mal, was wir hier oben haben. Und hier sind Lootboxen. Perfekt. Wand of Mining, sehr schönes Item. Oatmeal brauchen wir nicht. Wir haben hier einen Multishot. Kann man benutzen, um sich schneller jetzt gerade eben kurz fortzubewegen. Temporary. Okay, das Sword hatten wir letzte Runde auch schon. Sehr schönes Ding. Magic Boomerang. Der macht Schaden, Freunde. Der macht der Golden Apple. Verzauberter Golden Apple. Sehr schönes Ding. Warte mal, wo war denn gerade eben die Hose? Die Hose haben wir gerade eben irgendwo gesehen. Clawshot. Okay, gut, okay. Okay, den können wir vielleicht auch benutzen. So, Ocarina brauchen wir nicht. Das da zu essen brauchen wir auch nicht. Majora's Mask auch nee. Okay, sieht jetzt irgendwie ein bisschen mager aus, die Dings da. Die Ausbeute, die wir haben, ne? Aber wir hatten hier, glaube ich, irgendwo noch diese Hose. Ich weiß, die Hose ist auch nicht so das Beste. Wir haben 3 Rüstungspunkte. Ist eigentlich sau wenig, ne? Das ist eigentlich viel zu wenig. Ich muss jetzt aber nur hoffen, okay? Da haben wir noch ein bisschen was an Glasboots, okay? Glasboots sind jetzt auch nicht die besten Ausrüstungsteile. Muss ich auch zugeben, aber der Leuchtturm ist irgendwie das, was uns gerade eben so ein bisschen hilft, ne? Und wir wissen jetzt, dass wir den Leuchtturm ein bisschen ausgeplündert haben. Die Axe of Battle brauchen wir nicht. Aber ein Bomb Arrow können wir vielleicht mal später kombinieren mit einem normalen Arrow, falls wir da ein bisschen Glück bekommen. Golden Sword hatten wir noch nie. Ist sogar ein bisschen stärker, aber wir platzieren das hier wieder einfach mal da rein. Das heißt, wir wissen ab jetzt immer, woher wir ein bisschen Dings bekommen. Wir haben jetzt sogar Golden Apples und ein bisschen was zu essen. Ja? Würde es von der Ausrüstung nochmal ein bisschen besser aussehen, könnte ich mir sogar vorstellen, jetzt nochmal das Ding hier zu gewinnen. Junge, hört ihr das? Das ist ja mal mega laut, ey. Okay, kurz da runterspringen, so easy peasy und jetzt einfach mal Richtung Dings da schwimmen, Richtung Spawn. Ich weiß, warte mal, wisst ihr was? Ich mache doch nicht den Minecraft Survival Games Noob, ja, wir machen den Minecraft Survival Games Profi. Ich glaube, wir haben hier genug Holz abgebaut, vielleicht haben wir sogar genug Holz, um uns ein schönes Boot zu craften. Zack, bum, bam, easy peasy, warte, wir haben sogar da noch ein bisschen Holz, ne? Dieses Holz nehmen wir, glaube ich, einfach mal mit. Dann dürfen wir genug haben, um ein Boot zu bauen, weil irgendwie ist es sau nervig, einfach so zu schwimmen, ne? Ein kleines, schönes Boot ist auf jeden Fall genug. Ich muss noch mal kurz ausrechnen, wie viel ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 fürs Boot wahrscheinlich, ja. 5 Blöcke fürs Boot und 4 für die Crafting Bench, sprich, wir brauchen 9 solche Blöcke. Dürfte theoretischerweise laut meiner Mathematik hier ausreichen. So, easy peasy, zack, bam, bam, so, und dann hier einfach das Ding hier bauen, dann haben wir hier ein Boot. So, mit dem Boot kommen wir schneller voran und jetzt ab zum Spawn, damit wir uns ganz schnell das Ding da snacken können, was wir benötigen. Und dann ziehen wir da auch wieder ab. Wir haben eigentlich gute Chancen. Das Schwert macht genug Schaden und das Ding ist schön. So, okay. Wir hatten gerade eben 5 Minuten bis zum nächsten Drop. Okay, das heißt, demnächst dürfte das eigentlich klar gehen. Solange können wir... Oh, da hinten habe ich was gesehen. Ich habe was gesehen. Ja, da ist Flo. Mist. Ich muss leise... Oh, Lucky Block. Oh mein Gott. Okay, er hat uns gesehen. Oh Gott. Okay. Ganz gechillt. Ganz gechillt bleiben, Flo. Alles in Ordnung. Oh Gott, oh Gott. Oh, yo. Oh, danke für den Diamond. Wer weiß? Oh Gott. Ich hasse Konkurrenz. Oh Mann, dieser Flo ist so ein Deppel. Okay, warte mal. Ich hab vielleicht sogar einen Plan. Wisst ihr was? Ich lasse, glaube ich, diesen... Oh Gott, der Diamond Block ist kaputt gegangen. Ich wusste... Oh Gott. Das ist blöd. Blöde Situation. Oh Gott. Blöde Situation. Oh Gott. Okay, Leute, ich hab einen Plan. Oh, warum geht denn das nicht? Mann, ich darf nicht reden.
Oh Mann, das ist dämlich. Dieser Hookshot ist so ein Schrott, ey. Den kann man echt für gar nichts benutzen. Ich kann ihn aber trotzdem benutzen, um zu flüchten vor Flo. Oh Gott, der hat mich gerade eben mit Bomben abgeschmissen. Aber wir haben was. Geh weg, Roman. Ich töte dich. Hä? Oh, oh. Weg hier. Oh mein Gott. Das, ich bin näher dran, als du denkst. Hä? What the fuck? Oh mein Gott. Ja, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Was ist das? Hä, wo ist der? Hast du dich richtig? Okay. Wo ist der? Oh mein Gott. Roman, geh weg. Geh weg. Komm her. Flo ist da. Wo ist Flo? Flo ist da. Irgendwo da hinten. Pass auf, der ist da irgendwo. Komm her, Flo. Oh mein Gott. Wo ist er? Hast du die Lucky Blocks? Hast du die Lucky Blocks, Lars? Der hat Flo hat die. Oh mein Gott. Wo ist Flo hin? Hat der... Der ist unsichtbar. Der hat die Lucky Blöcke, glaub mir. Oh mein Gott. Richtig blöd. Einfach weg hier. Oh Mann, hallo! Oh nein, der ist unsichtbar, Mann! Wo sind die? Oh mein Gott! Ja, wer sind die da? Einfach weg! Oh! Warum geht das nicht? Junge, what the fish? Oh mein Gott! Oh Leute, ja, ich hab sowas. Sowas von. Oh mein Gott, ey, Flo. Oh mein Gott, Flo, du bist so nervig. Oh mein Gott, ja, das ist auf jeden Fall keine Runde, die an mich gehen wird, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott, Flo. Flo, was hast du für Items? Oh Gott, schnell weg hier. Easy. Easy going. Der kommt uns da nicht hinterher. Hä, Flo, willst du mich veräppeln, Junge? Wie schnell kann der bitte laufen? Hä, du kannst aber nicht über Wasser laufen, du Noob. Junge. Was hat denn der bitte schon für ein Item? Okay, warte, das heißt, wir können trotzdem gewinnen. Ist alles in Ordnung. Er hat aber keine Rüstung an, ne? Easy, kurz die Dings, die Spinne da töten. So, easy. So, wir hatten zwar gerade ein stärkeres Schwert oder sowas in der Art, ne? Aber ist uns auch egal. So, okay. Ist jetzt blöd gelaufen, gebe ich zu. Lucky Blöcke nicht bekommen. Flo hat ein übertrieben OP-iges Item. Diese Dinger fahren nicht normal über Wasser. Ich habe Lars ein bisschen angegriffen, aber irgendwie mache ich nicht so viel Schaden, ne? Okay, pass auf. Wenn ich das Ding hier gewinne, wenn ich die Runde gewinne, dann ist irgendwas, keine Ahnung, was ich dann falsch gemacht habe. Okay, Lars wird... Der kann sich zu mir porten. Deswegen rede ich gerade nicht. Wenn er sich zu mir portet, dann ist für mich vorbei. Ich habe Kekse, ich habe ein paar Fische, Raw Fishes. Ich habe nichts Gescheites zu essen. Ich habe Marshmallow, warte. Marshmallow kann ich essen. Easy, schönes Ding. Marshmallow wegschmeißen. Okay, so wie es aussieht, hat er sich nicht zu mir geportet. Obsidianhelm mit sehr schönes Ding. Oh mein Gott, mindestens ein bisschen Rüstung und Milch, ja. Oh, sehr schön. Okay, gut. Ich glaube, er hat sich nicht zu mir teleportiert. Sieht also alles noch in Ordnung aus. Junge Flo hat mir so viel Schaden gemacht. Das war richtig krank. Wir brauchen noch eine Chestplate, eine normale. Okay. Ich glaube, hier war ich sogar schon mal. Ich war hier sogar schon mal unterwegs, ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal versuchen, irgendwo was Gescheites zu bekommen. Warte, Zombie, geh mal weg. Ich glaube, Zombies kriege ich schon mit 2 Schlägen tot. Sie ist schon mal ein gutes Zeichen, aber leider nicht gut genug. Wir haben hier nichts. Sehr schönes Ding. Ich glaube, hier waren schon mal ganz schön viele Leute. Allerdings waren in dem Haus wahrscheinlich noch nicht so viele, ne? Das heißt, wir gehen einfach mal da kurz hin. Ich glaube, hier hat sich nämlich noch nie jemand aufgehalten. Hoffe ich einfach mal, ne? Es könnte vielleicht sein, dass hier schon mal jemand war. Ich kann dir die Folgen von den anderen nicht im Vorhinaus sehen. Ich habe das Gefühl, ich werde das auf keinen Fall schaffen. Ist zu schwer. Flo hat zu viel Schaden gemacht bei mir gerade eben. Meine Kampfstrategie wird so sein, ich werde halt eben wahrscheinlich wegrennen und dann irgendwie versuchen zu snacken, ja. Snacken ist wahrscheinlich das, Lava-Bucket, oh Gott. Warte mal, ich schmeiß mal kurz ein bisschen Schrott hier rein, was ich nicht brauche. Ja, einfach mal absoluten Müll. Wir haben hier Potion Infinity Ho, okay, Axe of Stealth, Axe Creative, Candy of Spell. Okay, warte mal. Wenn ich das in die Hand nehme, bin ich dann unsichtbar?
Bin ich dann unsichtbar? Nein. Candy of Stealth. Warte mal, das heißt, wenn ich irgendwas schlage, werde ich dann unsichtbar? Nee, werde ich nicht. Okay, aber ich habe Fire Resistance aus irgendeinem Grund. Axe of Defense. An extra Hälfte of Candy of Descent. Okay, gut. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber allerdings sind die Dinger hier leer. Okay, sehr großer Schrott ist das hier. Oh, oh, das ist sehr blöd. Okay, ich muss weitergehen. Ich muss weitergehen. Ich glaube, wenn die Dinger da schon mal leer sind, dann sind hier wahrscheinlich schon die guten Sachen weg, so wie es aussieht. Aber ich muss gerade eben alles nehmen, was da ist. Warte mal, ich muss sogar Oatmeal essen. Keine Ahnung, was das für ein Zeug ist, ey. Aber es bringt mindestens 2 Hungerkeulen. Alles klar. Jetzt bekomme ich langsam Panik. Okay. Panik macht sich breit. Ist schon richtig. Ich habe Angst. Okay. Okay, da hinten ist noch eine kleine Bahn, die man runterfahren kann. Ist jetzt auch. Oh mein Gott. Ich bin. Junge. Alles klar. Okay. Ganz schönes Ding. Oh Gott, neben Flo will ich nicht stehen. Okay. Oh Gott. Sekunden noch, dann geht's los. Oh Gott. Ich muss aufpassen. Okay, kurz ein Cookie essen. Okay, Leute, der Server ist gerade eben abgestürzt, aber es scheint jetzt wieder zu funktionieren. Ich habe jetzt nochmal meinen Golden Apple, den esse ich jetzt nochmal, damit wir jetzt nochmal am Start sind. Wir haben jetzt alle unsere Sachen, die wir haben. Sehr interessant, Roman. Ja, ist mir egal, ich erzähle meinen Zuschauern halt, was ich mache, im Gegensatz zu euch. Können wir vielleicht hier? Geht das? Nee. Geht. Oh mein Gott, der hat eine Gravity Gun, okay, der kann halt so ein bisschen rumschmeißen, so wie es aussieht. Wir haben mal so ein kleines Problem, wir müssen richtig aufpassen, wenn der uns packt und das aus der Arena wirft, ist halt sofort vorbei. Komm her. Ganz ruhig, wir versuchen halt eben zu snacken, weißt du? Snacken ist das Schlauste, was wir machen. Roman, doch einfach Roman, warum kommst du mir hinterher? Zack, ja! Tja, das ist eine Takt. Oh, was? Oh mein Gott! Also Freunde, wenn das jetzt nicht gerade eben Hardcore Hero Style war, dann weiß ich auch nicht. Warte mal kurz, den Muten im Test. Alter, also Jungs, da habe ich euch aber gesnaggelt, oder? Roman, bitte beantworte mir eine Frage. Hast du den Laserstaffel 4 gemacht? Ich habe gerade eben den Laserstaffel 4 gemacht, Junge. Ich habe ein Schwert mit 13 Attack Damage und ich habe euch einfach beide gerade richtig weggeschnitzelt. Wie hast du das gemacht? Ich hatte 25. Warum bist du nicht gewonnen worden? Ich hab einen Notch-OP-Apfel gehabt, der Absorption gemacht hat. Okay, ja, weißt gut. Du? Das gibt dir aber Herzen, das macht dir nicht... Alter. Ja, aber ihr wart anscheinend irgendwie angehittet oder so. Ich hab euch halt gewonnen gerade. GG, voll komisch. Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Hardcore-Heroes-Folge. Mal gucken, wer dort gewinnt.